Guten Tag, liebe Eissportfreunde. Heute möchten wir euch einen ganz besonderen Schuh vorstellen. Zu Ihrer Rechten sehen Sie hier einmal den alten Graf 101, den es seit ca. 15 Jahren auf dem Markt gibt. Immer ein super Schuh gewesen, sämtliche Tests gewonnen, unter anderem den Stiftung Warentest jahrelang hintereinander gewonnen. Und hier zeigen wir euch den ganz neuen Supra G35. Soll im Grunde die gleiche Altersgruppe, die gleiche Zielgruppe ansprechen. Auch der Preispunkt ist der gleiche, um das vorwegzunehmen. Als allererstes möchten wir euch gerne die wesentlichen Unterschiede zwischen dem alten Graf und dem neuen Graf Modell vorstellen. Das wäre für uns der wichtigste Punkt. Zum einen die Passform. Der alte Graf 101 relativ schmal geschnitten von der Ferse, nach vorne hingehend etwas breiter. Das neue Graf Modell ist von hinten wesentlich breiter an der Ferse geschnitten, auch durchgehend nach vorne breit, ist viel komfortabler. Als nächstes möchten wir euch gerne das Innenmaterial vorstellen. Hat sich auch etwas geändert gegenüber dem Vormodell. Das Innenmaterial ist besser gepolstert, ist ein bisschen härteres, stabileres, robusteres Nylon, trocknet auch ein bisschen schneller. Vor allem die Knöchelpolsterung ist bei dem neuen Modell ausgeprägter wie beim alten, was einen viel angenehmeren, besseren Tragekomfort verspricht. Die Zunge von diesen zwei Modellen hat sich auch etwas geändert. Die neue Graf-Zunge ist wesentlich dicker und härter im vorderen Bereich, verhindert somit den Lace-Bite, also das Einschnüren, das Eindrücken von den Schnürsenkeln im vorderen Spannbereich. Von innen ist genauso wie vorher eine Filzzunge, jedoch auch etwas dicker, etwas angenehmer zu tragen. Auch die Schiene vom neuen Graf hat sich geändert. Zum einen etwas leichter durch die Aussparung im Nebenbereich. Viel wichtiger, die Eisen sind etwas härter, stabiler als beim Vorgängermodell. Heißt, dass auch gleichzeitig der Schliff in Zukunft ein bisschen besser halten wird. Unser Fazit vom neuen G35, es wird preis-leistungsmäßig wohl der beste Schuh auf dem Markt sein. Hat viele Features, was Schuhe in dieser Preisklasse von anderen Herstellern nicht haben. Ist ein super stabiler, robuster Schuh und wird den alten 101 würdevoll ablösen.